Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Metro Exodus. Heute in der Kaspische Wüste. Die Kaspische Wüste, okay. Kaspische. Kaspische Wüste. Ah, hier ist schön. Hier würde ich mich wohlfühlen. Das sieht auch so geil aus hier. Nicht mehr diese Kälte. Alles schön sichtbar. Das gefällt mir hier ganz und gar nicht. Nichts als Sand und Hitze. Ich fühle mich echt beschissen. Ein Auto! Was machst du, Teufel? Atjon, ein Auto! Oh Gott. Ja, es geht mal wieder um Frauen. Irgendwie will mir diese Begrüßung auch nicht gefallen. Auf geht's. Sie haben in diesem Dorf Halt gemacht. Anscheinend lebt da jemand. Ich verstehe. Wie läuft es bei den Männern, Demir? Stepan ist am schlimmsten dran. Den anderen geht es aber auch nicht so gut. Nur wir hier sind noch kampffähig. Danke. Anna, du und der Mir, kundschaftet die Gegend aus. Wir müssen den verdammten Bunker finden und dann sofort aufbrechen. Mit dem Aufbrechen könnte es ein kleines Problem geben. Oberst, im Kessel ist kaum noch genug Wasser, um Tee zu kochen. Und die Kohle ist auch alle. Ich verstehe. Dann müssen wir uns auch darum kümmern. Anna, der Mir, eine weitere Aufgabe. Sucht Wasser und Brennmaterial. Sir, mach die Männer bereit. Wir müssen eine Verteidigung aufstellen. Verstanden. Sei nur vorsichtig, okay? Bis bald. Artyom, wir müssen herausfinden, wer diese Männer mit dem Auto sind. Sie sahen wie gewöhnliche Banditen aus. Aber wir können hier kein Risiko eingehen. Das Auto ist zum Dorf gefahren. Anscheinend haben sie dort eine Funkstation und da gibt es bestimmt die Informationen, die wir jetzt brauchen. Brech auf, sobald du bereit bist. Alles klar, Schiffe. Kreist, kann deine Motordraisine den Zug ziehen? Vielleicht, aber nur langsam und nicht allzu lange. Der Motor ist zu schwach für das Gewicht und wir haben nicht mehr viel Diesel. Tja, wenn wir genug Diesel hätten, bräuchte die Aurora keine Hilfe. Wieso? Ihr Feuerkasten war ursprünglich auf Kohle ausgelegt, aber sie hat auch eine Hitzeverkleidung und Einspritzdüsen für Flüssigtreibstoff. Warum hast du das nicht schon vorher gesagt? Sie haben nie gefragt! Funktioniert das Einspritzsystem noch? Das müsste ich überprüfen. Dann mach das zusammen mit Crest. Das erledigen wir in 0, nichts, kein Problem. Aber davon haben wir auch keinen Diesel. Wenn ich mir ansehe, wie die Einheimischen hier herumfahren, sollten wir leichter an Diesel als an Kohle kommen. Und was ist mit dem Wasser? Ohne Wasser läuft sie nicht, aber unsere Tanks sind leer. Wir lösen die Probleme eins nach dem anderen. Ich find's gut, dass es hier kein Wasser gibt. Okay, ich muss hier entlang. Also gut, überprüfen wir erstmal diese Einspritzdüsen. Ich wette, die müssen gereinigt werden. Auf geht's! Ich bin frei. Ja? Ich habe etwas für dich. Was denn? Soll ich reinkommen? Hallo? Gehst du raus? Dann sieh mal hier. Das hier habe ich gerade fertig bekommen. Hab ein paar TH-Patronen ausgehöhlt und mit Sprengstoff gefüllt. Ganz schön explosive Munition. Ach, das kannst du auch selber machen. Es ist ganz einfach. Denk dran, deine Waffen regelmäßig zu reinigen. Wegen dem vielen Sand. Okay. Na ja, komm. Gucken wir erstmal hier rein. Vorbereitung. Oh, scheiß Switch mit ihren komischen Knöpfen.
Oh, hau wir uns, gehen die Zutaten aus. Was ist denn los? Okay. So, was haben wir denn hier so Schönes? Ein ordentliches Visier, das brauche ich aber eher nicht. Da reicht der hier. Infrarotlaser. Der unsichtbare Strahl des IR-Lasers erzeugt auf dem Ziel einen sehr kleinen Punkt, der nur durch ein Nachtsichtgerät erkennbar ist. Oh. Na komm, gucke ich mir kurz die Waffe an. Hier, zack. Schaden ist nicht schlecht, Alter. Aber die Gatling ist ja hier, ne? Dafür haben wir halt noch nichts. Gehen wir zurück zu dem hier und verpassen dem auf jeden Fall erstmal ein bisschen Stabilität. Einfache Griff- und Handschutz zur Gewährleistung einer bequemen Nutzung. Griff- und Handschutz. Nur Griff. Aber recht billiger Griff. Na gut. Na, gehen wir hier drauf. Ich könnte einen Doppellauf daraus machen. Quasi eine Schrotflinte irgendwie so rausmachen, oder? Geschlossenes Reflexvisier. Ein Visier mit geschlossenem Blende bietet einen klaren Blick auf das Ziel. Da können wir auch ruhig Infrarotlaser machen. Okay. Wollen wir uns hier nochmal kurz umsehen? Artyom, warte, ich komme mit. Ich glaube, ich könnte gerade einen kleinen Spaziergang gebrauchen. Stjopa, du kannst kaum gehen. Ruh dich besser aus, solange du keinen Dienst hast. Tja, Artyom, ich fühle mich tatsächlich nicht ganz gut. Vielleicht nächstes Mal. Jo. Recht so. Artyom und Damir wollen nur erkunden, nicht kämpfen. Und was, wenn sie angegriffen werden? Dann ziehen sie sich zur Basis zurück, wo du und Sam ihnen Feuerschutz gibt. Also solltest du dich jetzt ausruhen. Ja. Du hast recht, Katja. Sind die etwa schon ein Paar? Okay, schauen wir uns mal unsere neue Waffe an hier. Die können wir tatsächlich auch bei der anderen einbauen. Echt praktisch. Wie geht es Stepan? Er hat einen Sonnenstich. Außerdem ist er dehydriert. Er sollte sich besser an einer kühlen Stelle ausruhen. Die Jungs sehen sich jetzt das Bahnhofsgebäude an. Dort bringen wir ihn unter, sobald sie damit fertig sind. Ach, das Visier habe ich gar nicht hier. Na gut. Da ist doch genug Wasser. Ist das Wasser? Ich habe keine Ahnung. Wir sollen auf jeden Fall dahin gehen. Gut, wir werden erstmal uns daran richten, wo wir hin müssen. Okay, dann gehe ich jetzt. Okay, ich tue dem dasselbe. Und gehe hier rein. Und guck mal, hier sind ja Toiletten und so, also hier gab es wahrscheinlich mal Wasser. Strengt sich zu sehr an. Wird ihm zu heiß? Bekommt er vielleicht zu viel Sonne? Uns ist allzu heiß. Ich löse ihn ab, sobald Stepan hier ist. Oh, das ist gar nicht meine Pistole, die ich vorher hatte, ne? Das ist die Schrotflinte. Ja, ich muss auch los. Habe ich gerade erst gemerkt, wie ich verkackt habe. Aber egal, haben wir jetzt eine Schrotflinte dabei. Kann ja auch nicht schaden. Sollen die sich mal unterhalten? Okay, wir haben ja für alles, was wir brauchen, haben wir den hier. Mehr brauche ich nicht. Ja, es ist meine ultimative Waffe, Freunde. Ich mag die Location. Ich kann einfach alles überblicken. Ich kann alles übersehen. Ich sehe also nichts. Nein, ich kann alles überblicken. Feinde werden sofort quasi gesehen von mir. Das ist nice. Und ich hätte vielleicht... Was konnte ich nochmal hier alles machen? Ich könnte... Ah, hier kann ich rumbauen. Perfekt. Ich brauche nämlich ein richtiges Visier dafür.
brauche kein großes Magazin. Oh Gott, das ist Nachtsicht. Oh nein. Oh, oh. Oh, das ist schlecht. Oh, das ist... Das ist nicht gut. Ja, komm, was soll's. Kein Visier immer noch. Schade. Ich hätte ja immer noch gerne ein Visier gehabt. Ein richtiges, also ein Scope. So. Alter, draußen weht das wieder wie verrückt. Ich hoffe, das hört ihr nicht. Ich hoffe, der warnt jetzt nicht seinen Kollegen. Ist ganz schön ruhig hier. Wenig Feinde. Irgendwie ist das seltsam. Keine Ahnung, ich vertraue diesem Frieden nicht. Irgendwas muss hier doch sein. Irgendwas, was mich töten will. Kann doch nicht sein, dass ich hier irgendwo ein Fleckchen Erde finde, was mich nicht töten will. Ach, Gule. Artyom, anscheinend braut sich ein Sturm zusammen. Der Himmel ist ganz schwarz. Ach, ist rumgelegge. Bezieht euch, genau. Ich will da rein. Was zum... Okay. Er war abgefackelt. Ich dachte, die Waffe ist leise. Irgendwie ist die Waffe lauter, als ich... das gewohnt bin. Wenn was stimmt da nicht. Wenn was habe ich verkackt. Zeit, die Schrotflinte zu testen. Komm her, Digga. Okay, im Gegensatz zu meinen anderen Waffen ist die auf jeden Fall sehr, sehr laut. Ist das ein Unterschlupf? Sieht so aus, oder? Nee. Oh, ein bisschen Loot. Nehme ich mit. Von dem kriegen wir anscheinend nichts mehr und... Was bist denn du? Nette Sache. Hallo, Funkgerät. Ist das Funkgerät nicht so wichtig? Nein? Gucken wir uns mal an. Wir haben jetzt eine neue Waffe mit einer neuen Munitionsart gefunden. Können wir uns einen Sniper basteln, ja? Nachtsichtzieloptik, ja. Ungünstig. Weiß nicht, wieso ich jedes Mal einen Laser brauche. Ich finde ihn einfach cool. Ah, Kimmer und Korn, was soll's. Oh, ich habe dafür auch keine Munition, ne? Ja, kann ich auch gerade nicht herstellen. Naja, wir können auch so überleben. Ich habe genug Waffen. Wieso fackeln die Sträucher einfach ab? Irgendwas stimmt hier in der Gegend nicht. Vielleicht ist das wirklich so heiß, dass hier alles sofort abfackelt. Ja, stimmt. Hier wird geschossen. Es geht nicht ab. Ich gehe trotzdem erstmal hier rein.
Auch wenn hier höchstwahrscheinlich Ghule sind. Was? Okay. Haben wir jetzt von außen etwas geöffnet? Oh Gott, ich komme hier nie wieder raus, ne? Doch. Ich kümmere mich gleich um das Rumgeschosse da. Aber erstmal gehen wir hier rein. Denn Loot ist mir wesentlich wichtiger als irgendwelche Leben. Spät ist das? 13 Uhr. Wir haben also auch noch genug Zeit, bis es richtig dunkel wird. Aber ich merke schon, der Sturm kommt. Ich vermute mal in diesem Gebiet. Ach du Scheiße, es ist ja plötzlich richtig dunkel geworden. In diesem Gebiet müssen wir wohl auf Stürme achten. Was? Was? Was war das? Holy Hier fackelt einfach alles ab. Oh nein, die Anomalien sind hier. Ich höre sie doch. Oh, hi. Jetzt weiß ich, warum da geschossen wird. Was geht denn hier ab? Ah, das Ding brennt. Ich dachte, das wäre eine Leuchtfackel. Sieht so leuchtfackelmäßig aus. Aber wie cool das hier ist. Oh, mir gefällt diese Gegend richtig gut. Ist viel besser als dieser komische Schnee. Und der Matsch. Au! Was? Oh, toll. Toll. Danke, dass ich mal die Munition verschwendet habe von der Waffe, die ich gerade erst gefunden habe. Wieso greifen die mich an? Ich dachte, ihr seid friedlich. Oh oh, mir geht die Munition. Vielleicht hätte ich Munition herstellen sollen. Wartet! Hier ist Saul! Wartet! Bitte komm! Zug! Ein verdammter Zug ist eingetroffen! Habt ihr gehört? Okay, der Sandsturm triggert schon richtig. Scheiße, ich muss viel mehr Köpfe treffen. Ich muss Schutz finden. Ich habe kaum noch Munition. Werden die da oben angegriffen? Ich weiß, ich check hier gerade gar nichts. Moment hier. So, erstmal schön Nachtsicht. Was? So, hier gibt es auch keinen Weg. Nachtsicht ist auch irgendwie so semi-geil. So, ich nutze den Truck. Das ist alles, was ich machen muss. Oh Gott, lol. Und ich laufe da rein. Ja, und jetzt? Hä? Ich kann das Ding doch nicht fahren, oder? Hä? Es ist meine Aufgabe. Steht das hier irgendwie? Kann ihm sein Licht zerschießen? Nee. Selbst das geht nicht. Ich verstehe dich jetzt, was ich mit diesem Schüssel hier machen soll. Hey! Was soll ich denn hier machen? Hier rein kann ich nicht. Tipps? Feuerzeug, ja super. Was soll ich denn machen?
Wir können ja nicht mehr eine scheiß Info. Also ich vermute mal, ich muss da hoch und die Leute da irgendwie abmurksen. Ich höre euch nicht! Bitte komm! Ah, richtig wartet! Okay, somit weiß die Basis auf jeden Fall nicht, dass wir kommen. Das ist schön. Wie wechsle ich jetzt die Munition? Ja, leider ein bisschen schneller, okay? Wie die Augen leuchten. Okay, der Kollege wird wahrscheinlich hier sein. Da mal rein da. Bedient. War auch keine Munition dabei. Es ist richtig ärgerlich jetzt. Wo sind die Audigen? Alter! Es war ein Fehler, von dir herzukommen. Ich ergebe mich! Jojo. Ergib dich meiner Faust! So zeigt ihr eigentlich immer euren nackten Bauch. Na, das nehme ich mal. Alter Jungs, ich hab doch so wenig Munition, außerdem wackelt hier alles. Oh, das war nicht gut. Hat ja einer von euch Munition? Gib mal den Scheiß her. Ich hab dir voll die Beine weggeschossen, Junge. Okay, die Waffe ist hier echt nice und so, ne? Aber wir legen sie erstmal weg. Ach, ich kann wahrscheinlich jedes Visier und so weiter nur einmal anlegen, oder? Plötzlich ist der Sturm weg. Tolle Wurst. Scheiße, da sind viele. Kämpft er damit sich selber? Du bist komisch, Junge. Sah so aus, als hätte er sich selbst geschlagen. Ja, komm mal hier. Oh, komm mal her. So, noch mehr? Hm? Will noch jemand ein bisschen Spaß haben mit mir? Hab ich mir fast gedacht. Jetzt fahren wir Auto. Oh ja. Das hätte er irgendwie mal sagen können. Hey, ich habe auch keinen Schlüssel oder so. Wie sind die ohne Schlüssel reingekommen? Toll, das war's mit dem Schlüssel. Ja, zumindest habe ich ihn jetzt wieder.
bist du ja. Kommst du da wieder raus oder brauchst du Hilfe? Nein? Dann komm raus. Mit den Besitzern des Wagens können wir jetzt vermutlich nicht mehr reden, hm? Wie schade, dass sie so still sind. Der Wagen scheint jedoch klasse zu sein. Nicht nur ein paar Räder, sondern auch noch ein mobiler Schutz im Sturm. Genau das, was du für deinen nächsten Einsatz brauchst. Denn da musst du etwas herumfahren. Während du in diesem Sandkasten gespielt hast, habe ich ein paar Antennen entdeckt. Das muss die Kommunikationszentrale sein. Ich denke, die ist in dem Leuchtturm dort, also solltest du da hinfahren. Der Leuchtturm ist so riesig, dass du ihn nicht verfehlen kannst. Ich muss bleiben und die Gegend im Auge behalten. Aber sobald ich fertig bin, können wir uns dort treffen. Was ist für ein Leuchtturm? Bis dann. Kann ich jetzt fahren? Wie provisorisch das alles ist, ey. Okay, das ist unser Lenkrad. Wieso nicht? Okay. Ich will auf jeden Fall zurück. Alle Mann zuhören, der Baron wird jetzt reden. Alle Mann zuhören, der Baron wird jetzt reden. Meine Herren, ich habe Neuigkeiten von einer Bande gehört, die mit einem Zug in unser Territorium eindringt. Das ist ungewöhnlich. Denn soweit ich mich erinnern kann, haben wir den Nachbarn gründlich beigebracht, dass solche Aktionen für sie gefährden. Diese Neuankömmlinge scheinen schwer von Begriff zu sein. Oder nicht aus der Nachbarschaft. Auf jeden Fall sollten wir herausfinden, wer sie sind und was sie wollen. Die Leute, die ich brauche, werde ich einzeln rufen. Alle anderen bereiten ihre Autos, Waffen und kampferprobten Sklaven vor. Sie werden vielleicht bald benötigt. Weitermachen, Leute. Der Baron hat gesprochen. Ja, ich glaube, damit sind wir gemeint. Gut. Wissen wir Bescheid? Mopsi will gegen uns antreten. Der hört sich einfach wie Mopsi an. Was soll ich sagen? Aber gut, Freunde, ich würde sagen, an dieser Stelle sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann holen wir auf jeden Fall Munition, bevor wir dann irgendwie weiterfahren. Haut rein, euer Zero. Tschüss.